Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo hier. Ja, wir haben in der letzten Folge das Tigergehege angefangen und das können wir heute fertig machen, indem wir hier, glaube ich, einfach nur einen einzigen Stempel jetzt hier erstmal noch ändern, der wieder betont werden soll, bitte. Das fände ich ziemlich nice. Warum das nicht geht, weiß ich gerade nicht. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich, ich die Spendenbox wahrscheinlich bauen soll, oder? Ja, natürlich. Na gut. Ein Hoch auf die Spendenbox, ne? Wo stellen wir sie denn hin? Stellen wir sie hier hin oder sollen wir sie hinten drüben hinstellen? Ich hätte gesagt, wir stellen sie hier hinten drüben hin. Weil es irgendwie schöner ausschaut, wenn wir sie da dazu stellen. Ansonsten wäre hier halt noch eine Möglichkeit praktisch vor diesem Einstempen zu sagen, hier, hauen wir was raus. Theoretisch müssten wir halt eigentlich erstmal wissen, wo genau das Ding hin soll. By the way, die Spendenbox, für die, die es noch nicht wussten, könnt ihr ändern. Die Einfassung ist fertiggestellt. Genau, danke für nix. Der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. So, dann können die nämlich in Tigerfarben anmalen. Ja, jetzt da. Genau, dann schaut das nämlich ganz cool aus, finde ich. So, da müssen jetzt die Tiger rein. Wir müssen da hinten auch noch Wasser auffüllen eigentlich. Aber ja, machen wir gleich. Tiere. Tiermarkt. Uma. Und Aditya. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Warte mal kurz. Halt mal kurz an. Ich kann hier mit L1 freie Kamera machen. Ach ne, aber das ist nicht so eine freie Kamera, wie ich sie gern hätte. Also das ist nice. Aber... ja. Kameralicht. Vignette anwenden, Filter anwenden, okay. Okay, sehr cool. Aber was mir noch fehlt. Also es ist zumindest gut, dass ich das jetzt zufällig gerade rausgefunden habe. Wir lernen dazu. Wie gesagt, ich muss mich hier erst einstellen, dass wir das wieder hinkriegen. So, Futterschale. Futterschale sollte natürlich irgendwo platziert sein, wo ich sage, okay, das ist mega cool hier. Hilfe, jawohl, genau so. Das, was ich gerade nicht so cool finde. Genau, das finde ich gerade irgendwie nicht so cool. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können.
Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Da könnt ihr übrigens auch, keine Ahnung, Schnee und so reinmalen. Sand grob, Sand fein zum Beispiel. Fels rau, glatt, schwer, leicht, Gras lang, kurz etc. Auto malen und dann haben wir hier irgendwo aufgewühltes Wasser oder ruhiges Wasser. Ich finde aufgewühltes Wasser mal ganz cool. Das ist zu hoch. Gültig. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Gültig würde, ruhig würde so ausschauen, by the way. Ja, ich finde aufgewühltes Wasser ist. Schaut einfach logischer aus. Schaut einfach logischer aus. So, Gehege. Das haben wir schon. Gefrorener Blutkürbis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fliegen wir mal kurz dahinter und setzen den dann. Was ich gerade nicht verstehe, ist, warum ich. Hier, das kapiere ich nicht ganz. Warum ist der für mich so frei beweglich? Oder muss ich da theoretisch davor so hingehen und sagen, hör, pass auf, jetzt sind wir hier dran? Ja, tatsächlich. Und ich könnte ihn jetzt immer noch so anheben. Oder habe ich irgendwas falsch eingestellt? Nee, eigentlich nicht. So, es ist halt einfach ein Ding drin. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, seht ihr, dann nehme ich den mit. Und das ist irgendwie, das macht mir nicht so ganz Sinn. So, wenn ich jetzt aber da draufklicke, erscheint er halt direkt da, wo er erscheinen soll. Also das ist an sich ja nicht schlecht. Ah, also die Steuerung ist haben sie da irgendwas geändert? Ich weiß es gerade nicht. Also ich weiß, dass es ein Update gab. Aber die Steuerung ist gerade ganz wild. Warte mal kurz. Schwebt, glaube ich, auf einer Seite. Naja, egal. Genau, und dann haben wir noch. Das Problem ist, dass die Bäume wahrscheinlich weg müssen. Könnte ich mir vorstellen. Das würde mich wundern. Reibetafel. Ah, hier, okay. Kann man verschieden anheben dann. Können auch nur dieses. Ne, können wir nicht. Können es nur so machen. Aber so können wir es auch bewegen. Toll. Ja, ein bisschen. Ich nenne es mal ein bisschen bescheuert. Okay, wo wollen wir es denn hinstellen? Wir könnten es halt hier vorne dran machen, so dass der Tiger relativ nah an die Dinge rankommt, finde ich. What the fuck? What the fuck? Ich will es nur drehen. Das geht gar nicht. Das. Freunde, die Steuerung so wie sie jetzt ist, das geht gar nicht. Alter Verwalter. Also die war sich die letzten Mal echt angenehm, aber jetzt haben sie, ich weiß nicht, was in dem Update heute, also man muss dazu sagen, gestern kam ja das erste DLC mit Europa noch raus. Ich weiß nicht ganz, was sie an der Steuerung jetzt alles geändert haben, das versuche ich gerade rauszufinden. Aber es sind ein paar Sachen dabei, die in meinen Augen gar nicht gehen. 0,0. Und das ist zum Beispiel das hier. Wenn ich das hier habe, ich habe keine Lust, dass wenn ich mich ein bisschen bewege oder wenn ich das drehen muss, dass es so crazy ist, wie es jetzt gerade ist. Darauf habe ich gar keinen Bock. Weil das ist richtig unangenehm.
Genau, ich möchte aber jetzt eigentlich nicht nach Rasta, Mann. Nein, hier, ja, danke. Aber warum blockierst du denn? So, und warum blockierst du jetzt nicht? Jetzt blockiert er wieder. Ach Gott, der Himmel. Ja, das ist ein bisschen. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie Nancy, sich halt vor mal den kurz die Besuchern Schnauze für oder 10 schlechtem Minuten. Wetter verstecken können, obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Den Entwurf nutzen, den du für mich gefertigt hast. Bau ein Rück. Das ist doch kein Tiger-Rückzugsort, Junge. So, und aus welchen Teilen könnte ich ihn bauen? Aus denen, die du mir gegeben hast. Ja gut, dann nehmen wir einfach das, was sie uns vorgibt diesmal. Ich finde es nicht cool, um Himmels Willen. Brauchen wir nicht drüber reden. Gehen wir kurz aus diesem Ding raus. Aber dann, wenn, dann bauen wir es hier oben drauf, weil da schaut es irgendwie noch wenigstens noch was aus. Aber ja, die Kamera. Pf, die Kamerasteuerung ist nicht cool. Die ist nicht cool gerade. Wir müssen es ein bisschen in den Boden reinsetzen. Aus dem einfachen Grund, weil es sonst an manchen Stellen zu hoch ist, glaube ich. Und das ist halt das andere, weißt du, du bewegst dich nur, damit du schaust, ob es überall drin ist, weil du links das Menü. Dankeschön. Toll. Das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Okay, das ehrlich, das taugt mir gar nicht. Kamera müssen sie unbedingt was ändern. Unbedingt. Das geht so gar nicht. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Auch wenn es in meinen Augen nicht schön aussieht. Wir haben es hingekriegt. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie noch verschönern können innen. Nee, weißt du was? Hier. Nimm noch so einen Kürbis. So. Ja, habe ich doch schon gerade. Ja, habe ich doch schon. Was willst du? Vor allem, wir haben auch eh Einwegglas. Also, sie können sowieso nicht auf die andere Seite rausschauen. Kann nur reingeschaut werden. Man lernt da sowieso schnell dazu hier. Erhöhe das stabile Rückzugswohlwollen auf 60%. Erhöhe das Geländewohlbefinden auf 100%. Ist der Tiger denn schon da? Nein. Aditya. Die armen Kleinen.
Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Sehr gut. Begib dich zum Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Also für mich schaut er eigentlich ziemlich zufrieden aus. Es tut mir leid, Nancy, aber es ist eigentlich alles im richtigen Bereich. Gut, der ist nur bei 66%. Aber eigentlich ist alles ganz okay. Also gut, öffne das ja, gut, da ist nichts okay. Verarbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Erde, Gras und mehr kurzes Gras. Ich wollte noch kurz so ein schönes Thumbnail machen von euch beiden, aber ich darf mal wieder nicht. Ich bin die einzige Kamera, mit der ich klarkomme, danke. Und der andere schwimmt. Das ist Thumbnail-Potenzial. Das Einzige, was wir machen können. Ja. Na, verdammt. Warte, probieren wir nochmal. Also wie gesagt, wir müssen sowieso mit der Kamera, ich muss die Kamera sowieso lernen, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Licht ist aktiviert. Sehr schön, hätten wir das Thumbnail für die heutige Folge. Und einer unserer Tiger schwimmt schon. By the way, ihr könnt natürlich auch unter Wasser schauen, wie das unter Wasser ausschaut. Und dann ist natürlich sowas ein bisschen doof. Aber von oben schaut es eigentlich ganz cool aus. So, wir müssen jetzt nur schauen. Mehr Gras kurz, Gras lang weniger und mehr Erde. Okay. Bedeutet für uns, wir müssen rüber aufs Gelände. Beide gehen schwimmen. Gras kurz. So, jetzt müssen wir kurz schauen, wo das Gras lang ist. Das ist ein bisschen dumm, wenn du es nicht sehen kannst. Was du genau machst. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist ein bisschen nicht ganz so leicht, wie man sich das immer vorstellt. So. Passt dir jetzt dein Gras kurz? Gibt es eine Maus für die PlayStation? Das wär wirklich hilfreich. Also man merkt dann doch irgendwo, es ist... Oh shit. Da wartet einiges auf uns. Ach, du grüne Neune. Jupp. Lass mal Stopp machen kurz. Da wartet einiges auf uns. Ach, du grüne Neune. Gras lang ist immer noch zu viel. Aber Gras kurz passt jetzt. So, das heißt, wir brauchen jetzt Erde. Okay. Das Schöne ist, du kannst... Ah, kannst du hier auch. Gut, ich hab's mir vorhin schon gedacht. Es wäre nicht schlecht, wenn man das machen könnte. Aber ich wollte jetzt vorhin auch nichts sagen. Weil ich wusste, dass es auf dem PC geht.
Ich wusste, dass es auf dem PC ein bisschen geht. Wusste nur nicht, ob es hier dann genauso funktionieren würde. Bisschen. Ganz leicht. So. Ich habe immer so Wege gemacht auf dem PC. Also praktisch so Wege gezogen, wo die Tiger praktisch lang gehen oder öfters lang gehen, das praktisch aussieht wie so ein kleiner Trampelpfad. Weiß nicht, ob wir es hier auch hinkriegen. Und dann halt zum Beispiel hier wieder so nach hinten weg, hier rüber. Alle Tiere brauchen Pflanzen genau. Ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon. Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Jetzt haben wir nur noch 8% Fels, das ist ein bisschen wenig. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Da kann man zum Beispiel Fels reinhauen. Das ist so eine Plattform, auf die wir da gebaut haben. Und da würde der Fels absolut Sinn machen, dass wir den da ein bisschen reinnehmen. Ja. Puh, die Kamera, ja, die ist heftig. Die ist heftig. Also zum Rumfliegen schön. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier rumfliegen will, ist die super. Desto höher ich gehe, desto besser wird's. Wenn ich so mache, ist noch besser. Komme jetzt ein bisschen langsamer vor. Aber es gibt noch ein paar Sachen, gerade so hier in der Steuerung, da tust du dir mit der Maus dann doch ein bisschen leichter. Bisschen. Da hier zum Beispiel, ich muss jetzt praktisch mit dem rechten Stick das machen. Weil das an sich gar nicht so dumm ist, dass man das mit dem rechten Stick macht. Genau. So. Ja, habe schon angeklickt. Vertrocknetes Bisongras Nordamerika. Das muss alles weg. Das ist natürlich eine heftige Aufgabe. Aber die können wir alle abreißen. Die passt eigentlich. Oh, warte mal kurz. Können wir zurückgehen? Da waren ein paar Sachen dabei, die eigentlich gingen, oder? Hatte ich das gerade richtig gesehen? Also du gehst nicht weg. Du gehst weg. 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 Du gehst weg. Weg. Das finde ich gut gemacht mit dem 1%. Wie viel Prozent das ausmacht. Und jetzt seht ihr mal was an. Oh Gott. Ich habe alles abgerissen. Ach du Scheiße. Wir haben einfach alles abgerissen. Wir könnten, was mir jetzt gerade auffällt, ich weiß nicht, ob das geht. Ja, geht. Können wir jetzt auch. Ah, ein bisschen freier jetzt, das ist schön. Wir können hier nochmal so eine zweite Spendenbox dazu machen. In Tigerfarben. So. Und jetzt müssen wir suchen, was für den Tiger okay ist. Natur. Jetzt pass auf. Es gibt die Möglichkeit. Dreieck. Dass wir sagen, Tiger. Okay, warte mal kurz. Was bist du? Königstiger.
Ich weiß, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob es hier auch funktioniert. Ich hoffe es, das wäre schön. Filter. Laubart, Biom, Kontinent, Eigenschaft. Eigentlich war es so, dass früher, wenn man jetzt hier, also am PC, ich muss das immer mit dem PC vergleichen, durch das, dass es halt ursprünglich auf dem PC rauskam. Königstiger. Das geht nicht. Okay, das ist schade. Weil es war nämlich so, dass wenn du die Tierart eingegeben hast, was du hattest, war es so, dass du automatisch die Pflanzen angezeigt bekommen hast, die für dieses Tier, egal ob es jetzt Tiger war, ob es Löwe war, ob es Zebra war, ob es Elefant war, die Pflanzenart, mit dem das Tier klarkam, die wurden angezeigt. Und ich finde das super schlau. Genau, ich würde gerne hier sowieso hier noch so eine zweite Steinformation eigentlich machen. Aber, jetzt pass mal auf, Pflanzen, Bepflanzung, tropengemäße Graslandschaft. Und vielleicht Asien. Oder? Das ist doch Tiger. Es ist schade, dass ich das nicht mehr nach... Gut, dass wir alle Zusatzinhalte haben. Filter. Pass auf. Biom. Kontinent. Ach, scheiße, jetzt weiß ich schon nicht mehr, welches Biom das war. Asiatisch. Eigenschaft. Ah. Oh. Design, Inhaltspaket, Europapaket, Feuchtgebietpaket. Sind die alle schon da oder was? Laubart. Na gut, das ist mir wurscht, denke ich. Nicht zu nah ran. Das ist das, was ich jetzt wieder nicht verstehe. Warum? Ah, jetzt so. Ja, passt. So, das, was mich jetzt natürlich interessiert, passt das für einen Tiger? Nein. Asien, tropengemäße Graslandschaft. Jawohl, gib mir die Bananenstaude. Beautiful. Okay, das ist groß.
Der ist richtig groß, Alter. Oh, schaut gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Ja gut, schweben lassen will ich ihn nicht. Masse indischer Holzbambus, das ist natürlich cool. Ne, passt da so. Ach nee. Kriegen wir den da hin? Guck mal, das, ja, das sieht doch cool aus. So ist das bisschen, ich nenne es mal ein bisschen versteckter. So, was haben wir hier noch? Kokospalme. Das wäre natürlich cool, wenn die reinpassen würde. Vor allem die, die so krass drüber hängt einfach. Also so seitlich reinhängt fast schon. Finde ich sehr cool sowas. Kokospalme 2. Ich hoffe jetzt einfach mal, wie gesagt, dass die Bäume hier, ja, wie soll ich sagen, dass sie passen. Was haben wir noch? Zerrwurz, Weißdornstrauch, Vogelnestfarn, Ulme. Boah! Ich bin viel zu nah dran. Das ist natürlich ein extrem cooler Baum. Was fliegt denn hier oben? Ach, ist das ein roter Panda? Habe ich das richtig gesehen? Hallo Markus! Die Ulme sieht natürlich immens krass aus, aber ich muss... Alter, ich musste... Ja, warte mal kurz. Vertikale Kamerabewegung. Dankeschön. Das ist das, was ich gerade gebraucht habe. Ich muss ein bisschen weiter nach unten kommen. Yay! Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Goodwin House, Silberstern, Silberziel abgeschlossen. Den blauen Faun einen Frage mal. Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Haben wir es jetzt. Goodwin House, Silberziel abgeschlossen. Beliebteste Art, westafrikanische Löwe. Zobermittel, 261.000 Gäste im Zoo, 2783. Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Mittel. Ist natürlich nice. Szenario freigeschaltet, Affentheater, das ist das nächste Szenario. Wir haben hier aber das Gold-Szenario noch. Im Auge der Tiger. Gegenstände freigeschaltet, Belohnungsstatue, Löwe, Silber, Orang-Utan-Stein, Mackenzie-Wolfstein. Natürlich nice. Finde den markierten Bereich für die Goldziele. Ja, jetzt machen wir hier das Gehege. Ich wollte das Gehege eigentlich noch kurz ein bisschen abschließen. Keine Objekte. Wissen ja, weil wir fertig sind, offiziell. Ja, ein bisschen schade. Ich hätte gern ein bisschen mehr gemacht. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass die Ulme da das Hauptding ist, was der Tiger so extremst geil findet. Aber gut, nee, es ist tatsächlich indische Holzbambus, 12%. Gut, es sind 5 zusammen. Aber ja, Tiger abgeschlossen. Können wir kurz an einen von den ranzoomen, weil es ist nämlich eigentlich ganz cool immer. Oh.
Ja, jetzt haben sie es, glaube ich, aufgefressen. Siehst du, er geht den Weg, den ich ihm vorgezeichnet habe. Ne, es sind einfach so coole, extrem coole Bilder möglich. Ja, was schade ist, ich kann nicht von alleine weiterlaufen lassen praktisch. Ich muss hier wieder rausklicken, das ist schade. Das haben wir cool gemacht mit der Bambuswand. Gut, es schaut auch dieses Bambuszeug vorne super cool aus. Okay, sie laufen aber immer noch durch Pflanzen durch. Das war's für Planet Zoo 2, was sie verbessern können. Ich finde den Baum echt fantastisch. Ui. Na gut, das sind dann doch einige Menschen. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Wir sehen uns dann morgen wieder und morgen haben wir die Goldaufgabe. Ich bin nämlich sehr gespannt, ob wir die noch schaffen. Bis dahin. Achso, stopp, weil ich jetzt gerade sehe. Warte mal kurz. Können wir den jetzt ändern, zufällig vielleicht? Das wäre echt, fände ich echt mega cool. Lassen Sie uns immer noch nicht ändern. Okay, shit happens. Na gut, ich bin eigentlich bei euch fürs Zuschauen. Zack, Ciao mit V. Und morgen erwartet uns da vorne etwas. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welches Gehege das ist. Bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.